Es gibt was zu feiern auf Schloss Blumenthal bei Aichach. Grundsteinlegung für ein ganz besonderes Mehrgenerationenhaus einer ganz besonderen Gemeinschaft. Lebendigkeit. Auf dem Grundstein verewigen alle 10 Parteien ihre persönlichen Wünsche fürs neue Haus. Freiheit. Freiheit. Freiheit in der Kehrwoche. Ein Home. Ein Zuhause. Ungefähr da. An einer symbolträchtigen Stelle wird er dann einbetoniert. Direkt in den Eingang rein. Wunderbar. Und dass alles in Erfüllung geht, was auf unserem Grundstein draufsteht. Ja. Auf das Wohnen am Park. Auf Blumenthal. Noch wohnen sie fast alle innerhalb der Mauern des ehemaligen Fuggerschlosses. Die Teilhaber der Blumenthal GmbH und Co. KG, die das Hauptgebäude zu einem Hotel umbauen wollen. Die Blumenthaler sind mehr Lebensgemeinschaft als Unternehmen. Auch die Gastronomie im Schloss betreiben sie zusammen. Seit kurzem ein Blumenthaler, Gérard Essaker. Noch ist der 41-jährige Polizist wohnhaft in München, will aber mit einziehen in den Neubau vor den Toren des Schlosses. Hier verwirkliche ich mir halt einen Wohntraum. Der Traum ist es, in einer Gemeinschaft Ziele zu verfolgen, zu erreichen, die ich alleine nicht erreichen könnte oder umsetzen könnte. Auch Psychologin Andrea Mucha freut sich auf den Umzug ins neue Haus. Also wir haben hier ganz klassisch wienerisch Zimmer, Küche, Kabinett. Und da ist Wohnzimmer und mein Schlafbereich, genau. Die Kinder haben jetzt ein kleines Zimmer zusammen. Und das wird natürlich schon sehr schön, wenn die dann ein eigenes Zimmer haben und jeder so ein bisschen seinen Bereich. Als die drei hierher kamen, hofften sie, bald ins neue Haus einziehen zu können. Aber die Planung dauerte 2 lange Sommer und 2 kalte Winter. Und es war hier im Gang minus 16 Grad. Die Waschmaschine habe ich immer, da habe ich immer die Schläuche ausgelassen, damit die nicht einfriert. Die ist natürlich trotzdem kaputt gegangen bei minus 16 Grad. Die Wäsche ist eingefroren. Ja, das war dann so der Winter hier. Und da freue ich mich natürlich auf ein warmes Bad und am warmen Klo und am Kühlschrank, der nicht eingeht und so. Aus dem Hauptgebäude der Schlossanlage wollen Heilpraktikerin Sabine Horak und ihr Mann Tino, Managementtrainer, möglichst bald raus ins neue Haus. Und dieses kleine, beengte Bad, das ist eigentlich so mit das, was uns am meisten stört, weil das teilen wir dann eben auch noch mit ein paar anderen. Und wie man sieht, kann man nicht mal aufrecht drinnen duschen. Das ist so eine Schräge hier. Ich liebe das, bei Kerzenlicht in der Badewanne zu sitzen. Ich mache mir das Bad immer sehr schön. Und das ist schon was, worauf ich mich total freue, wenn wir das Haus haben. Nach 2 Jahren Planung geht's endlich los mit dem Bau des Mehrgenerationenhauses. Der erste ans historische Blumenthal angelehnte Entwurf wurde von der Denkmalpflege abgelehnt. Entweder richtig alt oder ganz modern. Mit dem neuen Entwurf kam auch ein neuer Architekt, selbst ein Blumenthaler. Kolja Sparrer und sein Büro Blue Arc. In Blumenthal soll alles historisch bleiben. Man hat das Gefühl, man könnte im 19. Jahrhundert sein, aber außen soll dieses Projekt auch den modernen Geist, also die moderne Lebensform der Gemeinschaft widerspiegeln. Und auch so, wie man heutzutage baut. Auf dem Schirm wirkt das KfW 55 Niedrigenergiehaus nüchterner, als es sein wird. Der dreigeschossige Baukörper bekommt außer im Dachgeschoss eine Lärchenholzverschalung. Wir wollten bewusst nicht irgendwie Glas, Stahl, irgendeinen modernen Tempel dorthin stellen, sondern der sollte sich in diesen Schlosspark, er sollte sich zurücknehmen. Er sollte transparent sein, er sollte leicht sein. Darum ist zum Beispiel, sieht man das auch hier an dem Dach, dass die Dachüberstände sehr leicht ausgebildet werden. Und er sollte aber auch
die Vielfältigkeit, die man in diesen vier Fassaden und auch in den Grundrissen sieht, die Vielfältigkeit der Gemeinschaft und der Bewohner sollte der Entwurf widerspiegeln. Es ist August und man kann dem Haus beim Wachsen beinahe zuschauen. Die Holzfertigteile liefert eine Südtiroler Firma, Spezialist für Häuser im mehrgeschossigen Holzständerbau. Von einem Tag auf den anderen stehen sie da, ihre neuen vier Wände. Da staunen auch die Nachbarn über die Wohnung von Tino und Sabine Horak. Nach oben vieles offen bei Andrea Mucha. Da wäre dann das Treppenhaus und oben sind dann die Schlafräume und das Bad. Wahnsinn, gestern Abend war noch nicht mal die Decke drin. Da konnte man noch rausgucken zum Himmel und heute ist schon die Decke drauf. Die bauen ja fast pro Tag ein Stockwerk, das ist Wahnsinn. Ja. Und bin jetzt auch das erste Mal hier oben. Wunderschön. Da sieht man jetzt die Decke und das, wo der Bauarbeiter steht, das ist praktisch die Höhe meiner Wohnung. Oben Schera Esaka, unten die Horaks. Kann man mal sehen, wie das hier aussieht, gell, unsere Wohnung. Eigentlich wirkt sie schon überschaubar klein, finde ich. Aha. Mit dem Bad hier in der Mitte und dann unsere zwei Räume hier. Vielleicht lassen wir es einfach offen, gell, alles. Ja, wir wollten ja Schiebewände machen hier, dass von da hinten Licht reinkommt und dann aber trotzdem noch viel offen ist, also bis zur Decke. Aber im Moment weiß ich auch nicht. Ja, hier wollten wir auch eine Wand reinmachen, gell, weil dahinter ja die Küche ist hier. Aber vielleicht lassen wir das auch weg erstmal. Wir müssen erst mal die Wohnung fertig haben und hier einziehen. Und dann können wir ja gucken, was wir draus machen. Der Coach und die Heilpraktikerin sind flexible Planer. Also ursprünglich hatten wir mal gedacht, hier in eine Eckbadewanne herzumachen. Ja, und dann wären hier die Waschbecken und da das Klo. Aber jetzt machen wir vielleicht... Ja, also die Waschbecken sind auf jeden Fall hier, weil da sind die Elektroanschlüsse. Ein genau. Großer Spiegel. Und vielleicht machen wir sie so... Und dann darf hier nur so wenig rein wie möglich. So eine, ein bisschen, wir wollen eigentlich so ein bisschen zen-mäßig wohnen. So wenig Sachen wie möglich. Viel Raum und so wenig Wände. Oder? Mhm. Genau. Wir haben keine Mittel. Gérard Esaka, leidenschaftlicher Fotograf, erkennt die unfertige Schönheit von Andrea Muchas Wohnung und nutzt sie als Studio. Das ist deine Wohnung, gell? Allerdings hätte Andrea Mucha da noch eine Frage. Also aus meiner Sicht ist das Fenster anders wie im Plan. Es war nämlich vom Gestalterischen her so, dass ich praktisch nur Glasfronten habe. Und jetzt sind es ja halt einfach größere Terrassentüren. Ich muss mit dem Kolja noch mal reden. Noch mal aufbrechen. Vielleicht ist es ja nicht zu spät, um jetzt noch was zu ändern. Krisensitzung auf der Baustelle mit Architekt Kolja Spar. Aus meiner Sicht war die Gestaltung doch so, dass wir gesagt haben, meine Wohnung hat Gesamtfensterfläche über die ganze. Und jetzt ist aber da doch von der Decke bis zum Fenster relativ viel Platz. Ich habe gedacht, die gehen bis rauf. Also wir haben ungefähr 40 cm Aufbau. Und was dann über den Türen noch bleibt, ist in etwa so ein Bereich. Okay. Sieht jetzt so irrsinnig cool aus. Ja, dann passt es wieder, weil wir haben ja gesagt, ist da noch eine Mauer eingefügt. Ich hätte nicht gedacht, dass das echt so ein Unterschied ist. Also bei mir passt es bis jetzt noch. Gell? Ja, bin zufrieden. Sag mal, jetzt waren wir ja gerade in unserer Wohnung, denn die wirkt ja unheimlich klein, wenn man das erste Mal. Warst du schon mal drin? Oder meinst du, es ändert sich noch, wenn der Estrich reinkommt oder was? Im Moment wirkt es halt sehr hoch, die Räume. Und dadurch bekommen die auch eher einen Eindruck, dass die etwas kleiner wirken. Ich glaube, dass das schon sehr viel ausmachen wird. Also ich finde es jetzt nicht beängstigend klein, ja. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin heilfroh, dass wir keine Wände gemacht haben. Da hat es viel Platz für Raum. Ja, schön hell. Aber man sieht ja schon, um 4 Uhr Nachmittag steht im Sommer die Sonne hier, gell, fast schon Richtung Westen. Wäre schon schön gewesen, wir hätten hier hinten doch Balkone gehabt. Gell. Ja, ich habe gedacht, wir könnten jetzt vielleicht im Zuge der Bauphase vielleicht doch noch einen dranhängen. Ja, von mir aus, wenn das geht. Wem soll man da Bescheid sagen hier?
Galgenhumor hilft bei Regen aber nicht. Die Dämmplatten aus ökologischer Holzfaser dürfen auf gar keinen Fall feucht werden. Da wäre Schimmel vorprogrammiert. Stress, den gab es auch schon bei der Planung. Die Wünsche der Bauherren waren so unterschiedlich, dass das Innenleben des Hauses immer komplizierter wurde für Architekt Kolja Sparrer. Es gab schon Zeiten, wo es einfacher gewesen wäre. Und wir hatten ja auch schon mal eine klassische Lösung, wo die Bäder übereinander sind und die Küche übereinander sind. Also im Sinne der Einfachheit wäre mir das wesentlich angenehmer gewesen. Im Sinne dessen, was ich hier bei diesem Projekt lernen durfte, möchte ich sagen, es war eine wahnsinnige Erfahrung. Und im Worte Wahnsinn steckt viel Erfahrung, aber auch, wie soll ich sagen, es war auch manchmal schwierig. Doch das Haus, es wächst. Nach 2 Wochen steht der Rohbau. Drei Monate später. Ein kalter Novembermorgen. Doch die Arbeiten im Haus am Schloss laufen heiß. Die Baufirma kämpft gegen die Zeit. Eigentlich hätte das Haus in diesen Tagen bezugsfertig sein sollen. Doch Wetter und der Ausfall des Bauleiters haben das Projekt um 4 Wochen zurückgeworfen. Und nun wird Tag und Nacht geschuftet. Die Baufirma hat ein Ultimatum einzuhalten. Neuer Einzugstermin ist der 21. Dezember. Sollte es nicht klappen, dann kommt auch ein finanzieller Ausgleich auf Sie zu. Wie viel? Das sind 10.000 Euro erstmal und dann für jeden weiteren Tag 500. Damit trotz des Zeitdrucks nichts schiefläuft, kontrolliert Kolja Sparrer jetzt jeden Tag die Arbeiten. Neu sind die gelbliche Lärchenholzverschalung und die roten Fensterrahmen. Blumenthal hat uns stark beeinflusst. Ich meine, diese Farben, die sind ja auch entstanden. Wir haben jetzt zum Beispiel als Hausfarben das Gelb. Das ist das von den Putzfassaden. Das haben wir hier, sehen wir das wieder in der Schalung. Und das Rot von den Dächern, das sehen wir hier wieder in den Fenstern. Eigentlich sollte auch der Putz an Gerard Essakas Dachgeschosswohnung rot werden. Ich war von Anfang an gegen das Rot. Ich weiß, wir haben es mehrheitlich beschlossen. Aber einstimmig. Du hast das mitgetragen. Und wir haben bei dir extra, wenn ich dich darauf aufmerksam machen darf, ja, oben die Fenster in Natur gelassen. Dafür wollte man den Putz rot, umgekehrt wie hier. Mhm. Da haben wir die Fassade in Natur und die Fenster in Rot. Ist schon klar. Aber ich wohne dann da oben und sehe das jeden Tag. Das ist so das Problem. Und das Rot ist halt schon eine aggressive, starke Farbe. Das Rot ist die Farbe der Liebe. Ja, und Gerard. Und auch des Kampfes. Gell? Andrea Mucher war ganz auf den ursprünglichen Einzugstermin, den 1. Dezember, eingestellt. Die Kinder freuen sich jetzt ganz arg, weil jetzt wird so die andere Seite unserer netten, süßen Wohnung sichtbar, nämlich die Kälte im Winter. Und also wir sind jetzt schon alle mürbe auch. Wir sollten ja eigentlich jetzt schon einziehen. Und jetzt ist es Ende Dezember, womöglich vor Weihnachten. Das ist halt der Termin, der jetzt ziemlich ungünstig ist für den Umzug. Ne? Weil die Innentreppe noch fehlt, muss Andrea Mucher übers Gerüst klettern, um nach Schlafzimmern und Bad zu schauen. Gerade werden ihre Wunschfliesen, die blauen Mosaiksteinchen, verlegt. Eine Sammelbestellung für alle Bäder war nicht möglich. Jede der 10 Parteien wollte eine andere Badausstattung und andere Fliesen. Bei den Horax waren es Solnhofener Platten. Diese hier. Aha. Ach, das ist echt die schönste von allen. Wow. Die sind total schön. Die kommen ja auch aus der Gegend. Und ich finde es halt schön, dass es von hier kommt. Und das lebt halt, weil da hat es diese ganzen Einwachsungen und teilweise so Schnecken drin oder sowas wie Bäume. Und es verändert sich auch immer wieder. Also mit der Zeit. Ne? Das ist ein richtiger Stein, der lebt. Naja, und das ist ja eh unser Badetempel, auf den wir schon warten. Am 21. Dezember soll hier das Badewasser schäumen, gemeinsam in die Wanne und ungestört entspannen. Geht für Sabine Horak mit diesen 75 Quadratmetern ein Traum in Erfüllung? Also was ich mag, ist schon dieses Offene und das wird auch bleiben. Also das möchte ich oder möchten eigentlich wir beide so erhalten.
und nicht so kastelig. Ich finde das schön, dass es so wow, geräumig ist. Und der Blick in den Park ist mindestens so schön wie in der alten Wohnung. Gerard Essaka hat seine Dachgeschosswohnung schon komplett eingerichtet. Im Kopf. Ich werde hier eine Couch hinstellen, hier hinten. Und dann eine große Schrankwand hinbringen. Und man hat dann die Möglichkeit, hier zu sitzen und schaut in diesen großen Raum bzw. raus in den Park, unseren wunderschönen Park. Im Sommer ein wunderschöner Blick. Und unverbaubar. Gell? Auf zu einer Besichtigung der 127 Quadratmeter Single-Wohnung. Hier ist ein kleiner Raum, das wird mein Arbeitszimmer. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier in meinen Augen das wichtigste Zimmer. Wir haben nämlich keinen Keller und deswegen ist das hier ein kleines Abstellkammerl. Dann gehen wir ins Bad, das ist hier drüben. Gerard Essaka ist auch bei den Fliesen ganz Purist. Mit Weiß und Grau macht er jedenfalls nichts falsch. Fehler passieren trotzdem. Das ist ja die erste Wohnung, praktisch, die ich baue oder bauen lasse. Und natürlich gibt es einige Probleme und ich habe auch einige Sachen vergessen. Zum Beispiel das Bett kommt hier hin. Habe ich ihm gesagt, da stelle ich mein Bett hin. Und er hat gesagt, ja, und wo tust du das Nachtkastel hin? Sage ich, ja, da. Und sagt er, wo ist der Strom dafür? Oder das sind so Kleinigkeiten, die man dann halt korrigieren muss. Wenn ich sie so wachsen sehe, auch der Balkon außen, dass man um die ganze Wohnung mehr oder weniger gehen kann, ist halt wirklich eine Traumwohnung. Ne? Plötzlich muss es sehr schnell gehen. Der lang erwartete Umzugstag ist da. Wie das dann wird, also da muss man dann ganz bewusst hier reingehen ins Schloss. Und sonst war man einfach immer mittendrin. Es wird anders. Es ist schon absehbar. Willst du mir mal das abnehmen? Warte mal, ich habe meine Schuhe ausgezogen. Ich komm. So, einfach die ganze Schublade samt Inhalt. Es ist der 23. Dezember, zwei Tage nach dem Ultimatum an die Firma. Aber die Blumenthaler sind gnädig und erheben keinen Schadenersatz. Hauptsache einziehen. Heute Abend sieht die Sache schon viel anders aus. Viel besser. So, mit dem Bett sind sie schon fünfmal umgezogen. Aber so groß erschien es den Horax noch nie. So, ja, ich bin nur mal gespannt. Warte mal. Ob man da irgendwie hinten vorbeigehen kann, wahrscheinlich gerade nicht, gell? Hier ist ja kein Durchgangsverkehr. Am besten wir hauen hier ein bisschen aus der Wand raus, schieben das Bett weiter rein oder so, gell? Na, dieser Knick hier hinten, gell? Das sind ja noch mal 10 cm. Und ich glaube, da haben wir nicht dran gedacht, dass unser Bett hinten so schräg geht. Sie liegt hier. Ich lieg hier. So, wir können mal Probe liegen, wie das hier so ist, gell? Ja. Ja, ganz okay, gell? Ich glaube, das ist gut. Und dann kann man nämlich da rausgucken. Ach, ich glaube, ich stehe gar nicht mehr auf jetzt. Ja. Weil die Planung des neuen Hauses so viel länger gedauert hatte, mussten Andrea Mucha und ihre Kinder Anaïs und Jul statt ein paar Sommermonaten zwei kalte Winter überstehen. Doch nun geht's in ein neues Leben. Mit einem warmen Bad. Worauf freust du dich denn am meisten? Auf meinen Schreibtisch. Und wenn sie mir auf meinen Computer den Computer ziehen. Und dass es so schön warm ist jetzt hier? Na ja, das habe ich drüben auch ausgehalten. Okay. Die Kinder haben es, glaube ich, besser. Für Kinder war es weniger schlimm, die Kälte, wie für mich, glaube ich. Da verbringe ich den Winter in diesem Eck. Vor dort, wo jetzt der Müll steht, steht morgen der Christbaum. Rot trifft auf Grau im Dachgeschoss. 1:0 für Gerard Essaka. Immerhin ein Kompromiss. Mit dem Didgeridoo testet er gleich mal den Schallschutz im Haus.
Nein, meine Säule. Einer für alle, alle für einen. Ja, gerade falsch. Mit vereinten Kräften fliegt auch Andrea Muchas Bauernschrank ein ins neue Nest. 8 Monate später. Die Mühen des Umzugs sind inzwischen vergessen. Und die Wohnungen haben ihren letzten Schliff erhalten. Bei den Horaks herrscht fernöstliche Ruhe. Es ist Vollmond und deshalb haben die Hausbewohner für heute Abend ein Fest geplant. Dafür rollt Sabine Horak gerade Energiekugeln. Wie ist das mit der Energie hier? Du fühlst es nicht. Ja, es ist schön. Also die Wohnung ist unser Refugium, wo wir uns erholen können und Tür zu machen und uns entspannen. Und das ist schon toll. Management-Trainer Tino Horak ist inzwischen Geschäftsführer der Blumenthal GmbH. Ein Coach auf der Couch. Ich finde es wunderbar, in dem Haus zu wohnen, weil es einfach ja, schön ist. Also ich komme hier rein, ich freue mich, ich gucke rum, schaue in den Park raus, ich entspanne auf dem Riesensofa. Lieblingsplatz, na ja, einer ist ja klar. Welcher? Das, ja, das Bad. Das ist einfach jetzt wirklich so, wie ich mir das gewünscht habe oder wie wir uns das gewünscht haben. Das ist schon ein Traum. Also von der Energie her toll. Feste Sprechzeiten sind für Geschäftsführer Tino Horak kaum durchzusetzen. Schließlich reicht ein nachbarschaftliches Klingeln an seiner Haustür. Ich mag hier gerne im ersten Stock sein, da latschen mir nicht die ganze Zeit Leute draußen rum. Wir haben auch die einzige Wohnung, wo der Balkon jetzt nicht gemeinschaftlich genutzt wird, wo dann jeden Moment wieder einer hier rumläuft oder so. Also ein bisschen, sagen wir mal, privater ist es als die anderen Wohnungen. Eigener Eingang durch die Treppe außen und so, nicht ein Treppenhaus. Ja, man muss auch mal sich zurückziehen und sagen, so, jetzt ist gut und jetzt wollen wir unsere Ruhe haben und melden uns nicht, auch wenn einer klingelt. Bei Andrea Mucha ist immer Tag der offenen Tür. Ich wollte ja unbedingt die Wohnung unten, wo ich offen lassen kann, weil ich das gerne mag, wenn dann die Leute reinschauen und sagen, hast du einen Kuchen oder mach mal einen Tee oder kommst zu mir, willst du einen Kaffee? Das ist so unser unteres Leben, das Leben der Erdgeschossbewohner. Die von einer Nachbarin gemauerte Küche. Endlich genug Raum. Warme 85 Quadratmeter das ganze Jahr über. Selbstverlegte Fliesen vor dem Ofen. Aber den braucht es nur, wenn durch die großen Fensterfronten nicht mehr genug Sonnenlicht in die Wohnküche fällt. Große Dinge beginnen mit Zerstörung oder einem Ritual. Oh, das war dann sofort klar, wenn ich hier bin, dann lege ich mich in die Badewanne. Sofort am 23. Dezember eingeweiht. Und ich habe gemerkt, ich beginne mich zu duschen und zog als erstes zusammen aus lauter Gewohnheit, wie kalt es ist. Bis ich dann gemerkt habe, Moment, es ist ja nicht mehr kalt. Aber ich war knappe 2 Jahre gewohnt, dass ich zusammenzug, wenn ich beginne mich zu duschen. Im nächsten Leben wird Psychologin Andrea Mucha Fliesenlegerin, am liebsten für Mosaike. Jul und Anaïs interessiert das alles weniger. Die Kinder haben ununterbrochen geduscht und gebadet die erste Zeit. Das war dann so was Besonderes nach der langen Zeit.
Man kann leicht bekleidet durch die Wohnung gehen und baden. Und das ist schon so, wie wir es wollten halt. Seinen Job als Polizist hat Gerard Essaker inzwischen an den Nagel gehängt. Sein Geld verdient er als Fotograf und als Schichtleiter in der Blumenthaler Gastronomie. Sein Arbeitsweg führt nur über den Hof. Sehr praktisch und ihm eine Liebeserklärung an die neue Wohnung wert. Unter Männern gibt es ja Punkte. Und es wäre ein Zehner. 10, die volle Punktzahl für die Wohnung. Und was sind Ihre besonderen Vorzüge? Das ist der Blick, die Freiheit, die man hier hat. Diese großen, oder dieser große Raum und die puristischen Möblierung. Also alles sehr zurückhaltend, dezent, und das gefällt mir recht gut. Die 127 Quadratmeter große Wohnung hat auch Gerard Essakers Beziehungsstatus verändert. Er hat sich in seine Küchenplanerin verliebt und sie sich in ihn. Auch in seinen Einrichtungsgeschmack? Meine Freundin steht ein bisschen mehr auf nostalgische Sachen, 70er Jahre auch. Und ich habe halt diese klaren Formen, relativ hell. Und ja, aber wir ergänzen uns auch. Wir haben uns da. Konnte sie sich denn mal durchsetzen? Ja, zum Beispiel im Bad, die lila Lampe, das ist ihre Idee. Sie ist Innenarchitektin vom Beruf und somit folge ich ihr oft. Zwischen 2 und 63 Jahre sind sie alt. Die 18 Hausbewohner haben es mit Hilfe aller 33 Gesellschafter der GmbH geschafft, sich in 7 Monaten ihr Traumhaus vor den Toren von Schloss Blumenthal zu bauen. Ein Haus, das allen Blumenthalern gehört. Ein Mehrgenerationenhaus, das den Idealismus des Architekten Kolja Sparrer manchmal auf die Probe stellte. Von außen schaut es ja recht homogen aus. Das war auch gar nicht so leicht, weil da wurden auch verschiedene Vorstellungen umgesetzt. Aber wenn man innen drin ist, jedes Bad anders, jede Fliese anders, jede Armatur anders, jeder Fußbodenbelag. Wir haben 10 verschiedene Fußbodenbeläge in den Wohnungen. Wir haben eigentlich 2, 3 vorgeschlagen, aber dann wollte der unbedingt Kirsche und der Eiche und der wollte dann noch einen Sollenhoferstein und der die Armatur und den Waschtisch, der gefällt mir nicht. Und der eine wollte dann noch seine Fliesen selber verlegen. Und der vierte wollte dann noch genau die Kanten so geschnitten. Also sagen wir mal so, die Synergien, die man sich eigentlich gewünscht hätte, sind für die Individualität, und das ist natürlich auch schön, draufgegangen. Dennoch ist das Werk vollbracht. Ist das nicht ein Grund zum Feiern? In der Schwierigkeit und Komplexität in diesem dreigeschossigen Holzbau ist auch ein gewisser Stolz, der da ist, dass es jetzt da steht. Die Leute wohnen 7 Monate drin, es gibt keine Beschwerden und alle sind glücklich. Das ist schön. Das berührt mich auch. Ende gut, alles gut? Für Tino und Sabine Horak auf jeden Fall. Ihr Traum vom Badetempel ist Wirklichkeit geworden. Nur ein Teich und ein Pavillon fehlen der Hausgemeinschaft noch. Ein Leben voller Individualität unter einem gemeinsamen Dach, das haben sie schon. Über 3 Jahre später,